Das ist irre, wie viel Zeit mittlerweile mit Bürokratie verschwendet wird. Ich merke das jeden Tag und es wird schlimmer. Das muss man definitiv sagen. Dafür, dass wir eine Fortschrittskoalition haben, die Ampelkoalition, die alles besser machen wollte, momentan ist alles sehr viel schlechter. Und ich glaube, da stimme ich mit allen Unternehmern überein, dass wir gefühlt den halben Tag mittlerweile damit beschäftigt sind, Dokumentationspflichten nachzukommen, Verträge neu zu machen, weil die Verträge jetzt immer länger werden. Alleine der Arbeitsvertrag. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als ich meine ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Da hatte der Arbeitsvertrag, ich glaube, 3 Seiten. Mittlerweile hat der Arbeitsvertrag, ich glaube, 30 Seiten. Je nachdem, in welcher Schriftgröße und so weiter. Das ist irre, was wir da mittlerweile mit allem Pipapo, jetzt kam gerade wieder so eine neue Gesetzesnovelle, dass Positionen, also Arbeitspositionen noch genauer, noch detaillierter beschrieben werden müssen. Arbeitszeitgesetz haben sie ja jetzt auch noch geändert und so weiter und so fort. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also alleine, wenn ich an die ganzen Auskunftspflichten und Dokumentationspflichten denke, die wir als Verlag erfüllen müssen, die vielleicht nicht jedes Unternehmen erfüllen muss. Aber dafür haben andere Unternehmen wieder andere Verpflichtungen. Die ganze Zeit irgendwelche Dokumentationen zu machen und Verfahrensabläufe zu dokumentieren und bla 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 und Auskünfte anlasslos zu erteilen. Also bei uns im Verlagssektor ist es jetzt zum Beispiel diese neue anlasslose Auskunftspflicht für Urheberrechtsmaterialien. Also das heißt, wenn uns irgendjemand etwas zur Verfügung stellt, urheberrechtlich, müssen wir anlasslos, also einfach von uns aus sozusagen ständig Report abliefern, was wir mit diesem Material tun. Und wenn ich mir das alles vorstelle, was da jetzt so auf die Unternehmer zugekommen ist für einen irren Verwaltungsaufwand, dann ist das wirklich erschreckend, weil wir betreiben ja damit keine Wertschöpfung. Wir kommen der Beschäftigungstherapie eines Staates nach, der sowieso schon ich frage mich nach dem Sinn. Ja? Also der Staat ist jetzt schon vollkommen überlastet mit dem, was er zu bewältigen hat. Mit den ganzen Dingen, die er den ganzen Tag zu bewältigen hat. Von Steuern bis Gerichtsverfahren. Ja, also das ist ja schon, das funktioniert ja jetzt schon alles nicht. Eben weil der Staat damit überfordert ist und überlastet ist. Und jetzt wollen die immer mehr und immer mehr. Also das heißt, die wollen von den Bürgern ja letztendlich auch, aber auch vor allen Dingen von den Unternehmen immer mehr Informationen und Daten und Sachen haben und können das doch aber eh nicht bearbeiten. Also was soll denn das? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und wie gesagt, der Unternehmer betreibt in dieser Zeit keine Wertschöpfung, sondern er kommt einfach nur dem Überwachungsstaat, so nennen es jetzt mal böse, nach, der alles wissen will, in jeder kleinsten Ecke schnüffeln will. Aber währenddessen machen wir ja nichts Produktives. Ja? Also das muss man sich schon fragen, wohin der Staat eigentlich will. Also was soll das eigentlich? Wäre ja mal interessant zu erfahren, was die damit überhaupt bezwecken, diese ganze Bürokratie aufzubauen. Also ich hoffe natürlich auf das ursprüngliche Versprechen, diese ganze Bürokratie abzubauen, zu entlasten, zu verschlanken, damit wieder etwas vorangehen kann. Aber ich bin da skeptisch. Das war ein ganz witziger Spruch, den habe ich bei Martin auf dem Instagram gelesen. Hatte geschrieben, hör auf, das Wikipedia deiner Mitarbeiter zu sein, so nach dem Motto. Also immer Auskunft zu erteilen. Und man ist ja geneigt dazu als Chef oder Selbstständiger oder wie auch immer, weil man hat ja auf den meisten Fragen eine Antwort. Das ist ja die Sache. Du kannst ständig Auskünfte erteilen, du kannst ständig sagen, das wird so gemacht, das heißt so, ja, das wirst du da finden und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt keinen Beschreibungstext von ihm gelesen, ich weiß nicht, ob er es auch erklärt hat. Aber was ich mir dabei gedacht hatte, ist natürlich, dass du dadurch eine Kultur im Unternehmen entwickelst, die an eine so eine Nanny-Kultur erinnert. Also das heißt, du bist Nanny für deine Kinder sozusagen und immer wenn die Kinderchen ein Problem haben, kommen sie zu dir und sagen, machst du mir das fertig? Kannst du mir das beantworten? Hilfst du mir? Und dann bist du den ganzen Tag nur dabei,
die Arbeit deiner Mitarbeiter zu erledigen. Aber dafür hast du die ja eingestellt und dafür bezahlst du denen ja auch hoffentlich einen stattlichen Lohn, dass die eben ihre Arbeit selber machen. Am Anfang, klar, am Anfang musst du natürlich eine Grundlage schaffen, musst erklären, wie der Betrieb funktioniert, wie er aufgebaut ist, was er für Ziele hat, etc. pp. Aber irgendwann muss derjenige natürlich auch eigenverantwortlich sein und rausgehen und einfach seine Quellen suchen. Seine Fehler selber beheben und dich nicht nach jedem Scheiß fragen, weil du hast ja auch Besseres zu tun. Du sitzt ja im besten Fall in deinem nächsten Meeting und suchst den nächsten Kunden oder strategischen Partner oder kreative Idee und hast keine Lust irgendwie zu beantworten, wo steht dies, wo steht das, wer ist da der richtige Ansprechpartner, bla 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 bla. Das ist dann Quatsch. Ne? Dann bist du tatsächlich das Wikipedia, wie Martin schon schreibt, deiner Mitarbeiter. Und die benutzen dich sozusagen die ganze Zeit als Datenbank. Aber so funktioniert das nicht. Damit etabliert man die falsche Kultur in der Firma.